Schauen wir uns also Search Console an, eines der wichtigsten Tools von Google selbst, um deine Platzierungen, deinen Zustand in den Suchmaschinen, also in diesem Fall jetzt in Google, zu verstehen und auch zu optimieren. Du weißt, alles, was du in Richtung Google optimierst, optimierst du auch gleich für die anderen Suchmaschinen, weil sie alle das gleiche Ziel haben. Sie alle wollen die besten Inhalte zu oberst. Das heißt, du musst die besten Inhalte kreieren und das auch sichtbar machen, dass das die besten sind. Okay, das heißt, inhaltlich gut sein plus Beschreibung und Titel. Wenn du einloggst bei Google Search Console, dann hast du diese Übersicht. Und dieses Video wird jetzt ein bisschen länger sein. Da gehen wir durch die wichtigsten Bereiche von Search Console hindurch. Du kannst also jederzeit Pause klicken und natürlich nebenbei bei dir auch schauen, wie das bei dir aussieht. Wichtig zu verstehen, es funktioniert erst ab dem Moment, wo du das installiert hast auf deiner Website, und dann braucht es ein paar Tage, um die ersten Daten da drin zu haben. Das heißt, so schnell wie möglich Google Search Console einrichten. Wenn das noch nicht passiert ist, dann ist das dein erstes Ziel. Overview, Übersicht. Hier siehst du Performance. Das ist das, was uns am meisten interessiert, aber natürlich dann auf einer tieferen Ebene. Du siehst aber auch, wie viele Seiten deine Website im Suchindex hat. Du siehst da ein bisschen Gesundheitsübersicht und könntest natürlich auch reagieren, wenn Google hier Warnungen zeigen würde. Was uns interessiert, ist Performance. Also wir klicken auf Open Report oder hier links im Menü auf Performance. Hier sehen wir wieder Übersicht. Wir haben hier blau Anzahl Klicks pro Tag, und da geht es um Klicks in den Google Suchresultaten, also in den organischen Suchresultaten von Google, also nicht auf Google Anzeigen und auch nicht alle anderen Besucher deiner Seite, sondern nur das, was in Google passiert. Und hier erkennst du einen Trend, ob das nach oben geht oder nach unten. Wir schauen hier jetzt eine alte Website von mir. Da wurde nicht viel gemacht in letzter Zeit. Violett sind Anzahl Impressions. Da siehst du jetzt und nur hier, wie oft deine Seiten in Google angezeigt wurden überhaupt. Also wir sehen zum Beispiel an diesem einen Datum 21 Klicks und 1469 Impressions. Also 1469 Mal wurde unsere Seite in den Google-Suchresultaten angezeigt, und in den allermeisten Fällen hat niemand drauf geklickt. Vielleicht weil die Seite auf Position 77 war, und ja, we don't know now. Also, was ich noch einschalten kann, Average Click-Through Rate. Das sagt mir, wenn 100 Leute in den Google-Suchresultaten meine Seite sehen, wie oft klicken Sie da drauf? Das gibt mir einen Hinweis darauf, wie gut mein Titel mir hilft, dass die Leute darauf wirklich klicken, wie gut auch die Beschreibung mithilft, dass die Leute klicken. Wir schauen das noch im Detail an. Und vierter Punkt hier, Average Position, durchschnittliche Position. Und das ist dann die gelbe Kurve, und da würde man jetzt auch sehen, wenn man Optimierungen macht, dass das vielleicht mit der Zeit nach oben geht. Ich kann hier oben die Dauer einstellen, also maximal, ich glaube, das ist das Maximum, 16 Monate sehe ich über diesen Zeitstrang, was sich verändert hat. Also da Ende 2019 war mehr los auf dieser alten Website, dann hat es wahrscheinlich irgendwelche Google-Updates gegeben und die Website hat ein bisschen gelitten, oder gewisse Themen, die dann aktuell waren, sind jetzt nicht mehr aktuell. Müsste man mehr sehen. Okay. Jetzt. Da unten habe ich jetzt
unter Queries die obersten Suchbegriffe. Jetzt habe ich 16 Monate, jetzt habe ich in diesen 16 Monaten 404 Klicks erhalten auf den Begriff, auf die Suchphrase Pinterest Schweiz. Und ich war da an durchschnittlicher Position 7. Die Click-Through-Rate war recht tief, 0,5%. Ich wurde sehr, sehr oft eingeblendet, aber die Leute haben eigentlich wahrscheinlich Pinterest gesucht und nicht mich. Und deshalb haben die meisten dann auf Pinterest geklickt in den Resultaten. Das ist auch okay, weil ich nicht beanspruchen kann, dass mehr Leute auf meinen Resultat klicken, als auf das, was sie wirklich suchen. Interessanter dann Leads, das ist ein wichtiges Thema für uns. Was ist ein Lead und Leads? Da zusammen 660 Klicks und ungefähr 2% Klickrate. Das ist schon deutlich besser, obwohl ich jetzt zum Beispiel mit Leads viel weiter hinten bin, also da durchschnittliche Position 7, hier 10,4, das ist eigentlich schon sehr, sehr weit unten und trotzdem haben deutlich mehr, dreimal so viele Leute hier geklickt. Das wäre jetzt aber ein Begriff, wenn ich zum Schluss komme, das ist wichtig für mich, ich sehe schon Potenzial, ich sehe schon, dass Google mich recht weit oben schon anzeigt, noch nicht genug weit oben, aber Potenzial ist da. Das könnte ich jetzt versuchen zu optimieren. Das auf Position 7 im Schnitt bringen, das würde mir natürlich jetzt sehr, sehr viel mehr Klicks bringen. Was ist ein Lead? Gehört ungefähr ins Gleiche. Sam Steiner, mein Name, ja, das da 34%, aber das sind natürlich sehr wenige, die das jetzt wirklich gesucht haben. Social Networks, 5500, Position 6, das hat auch einige Klicks gebracht und so weiter und so fort. Da sehe ich also die Suchphrasen, kann sortieren nach diesen verschiedenen Spalten, zum Beispiel suchen, wo bin ich zu oberst und habe schlechte Klickraten, was ich hier unten einstellen kann. 500, die Liste länger machen, 500 Resultate hier, Moment. Und da diese Dinge mit nur One Impression, das lohnt sich wohl nicht, da groß zu optimieren. Aber wenn ich irgendwo hier sehe, 900 Impressions, Facebook-Seite bekannt machen, 20% Klickrate, ja, da kann ich wohl nicht viel optimieren. Ich kann aber da oben auch filtern und sagen, ich suche Positionen, die nicht jetzt bei 1 sind, sondern größer sind als beispielsweise 8. Und jetzt habe ich sortiert nach Position, aber ich schaue jetzt nur alles an, was höher ist als Position 8. Und jetzt schaue ich ein bisschen darauf, wo viele Impressions kommen. Da wieder Pinterest, das hilft mir nicht, weil das nicht mein wirkliches Thema ist. Aber jetzt zum Beispiel 11.000 Impressions zum Thema, was sind Leads, obwohl ich ja, mit Position 8,3, da habe ich 1% Klickrate. Wenn ich das verbessern könnte und auf Position 4 wäre im Schnitt, dann würde ich da Hunderte oder sogar Tausende mehr Besucher erhalten. Das wäre also jetzt ein Thema, das ich so herausfinden könnte. Da wäre eventuell Potenzial. Es kommt natürlich auch wieder darauf an, was gibt es schon in diesem Thema, wie viele Leute schalten Anzeigen für dieses Thema, aber wie gut sind auch die anderen Inhalte, die schon existieren zu diesem Thema. Vielleicht komme ich dann auch zum Schluss, dass das nicht realistisch ist, noch weiter rauf zu kommen und kann hier aber weiter suchen nach mehr Begriffen. Interessant wird hier noch, ich kann umstellen auf Pages. Ich sehe jetzt
die Seiten, die am häufigsten angeklickt wurden. Und da zum Beispiel Social Netzwerke in der Schweiz. Das wurde 108.000 Mal angezeigt, natürlich zu verschiedenen Suchbegriffen. Und da muss ich alles ein bisschen anschauen, wenn ich diese Seite verbessern will. Oder ich sehe hier Facebook geschäftlich nutzen, hatte recht hohe Klickrate, oder Facebook-Seite bekannt machen, hat hohe Klickrate, obwohl die Position nicht sehr hoch ist. Das sagt mir eigentlich, dass die Leute nicht gefunden haben, was sie gesucht haben und weiterklickten bis Position 33 und dann bei mir geklickt haben, immerhin 4,5%. Das heißt, da könnte es sein, wenn ich die anderen Inhalte anschaue, dass ich entweder Ideen erhalte, um diese Seite zu verbessern, oder eben auch, und das kann oft der Weg sein, Ideen für weitere Blogartikel rund um dieses Thema, um Google zu zeigen, hey, ich habe nicht nur einmal etwas zu sagen gehabt dazu, sondern da geht es regelmäßig um dieses Thema und es kommen neue Inhalte zu diesem Thema und das kann mithelfen für Google, dass sie sehen, da ist Kompetenz, da ist Expertise zu diesem Thema vorhanden. Also vielleicht steigt dann die Autorität dieser Seite zu solchen Themen. Okay, was ich hier machen kann, ich kann klicken. Ich klicke also hier jetzt zum Beispiel auf die Seite Was ist ein Lead? Und das erstellt jetzt automatisch ein Filter, das hier oben jetzt angezeigt wird. Jetzt, solange das hier oben drin ist, sind alle Statistiken in der Liste bezogen auf diese Seite. Wenn ich jetzt also wieder zurückwechsle hier zu Queries, dann sehe ich jetzt nur noch die Suchphrasen, sind aber auch über 600, die Suchphrasen, die dazu geführt haben, dass diese Seite, Was ist ein Lead, angezeigt wurden. Und wieder sortiert nach Klicks, das heißt, die obersten hier sind häufig eingegebene Suchphrasen und wenn ich weiter runter gehe, habe ich so die Longtail-Begriffe, die aber auch wichtig sind, weil wir sehen, wir haben recht viele Klicks erhalten und das sind nur ein paar hundert hier oben in den wichtigsten und nachher sind noch 600 unterschiedliche Suchphrasen, die sich da unten tummeln, die aber natürlich in der Gesamtheit helfen. Hier wieder, für jede einzelne Suchphrase, die durchschnittliche Position. Ich sehe also, wo dass ich gut bin, wo das Optimierungspotenzial ist. Und wenn ich irgendwo da oben gute Positionen habe, zum Beispiel, was ist ein Lead? 6,5 bei recht vielen Impressions. Da muss ich natürlich bei den Optimierungen, die ich mache für andere Suchphrasen, darauf achten, dass ich nicht diese Phrase kaputt mache, dass ich nicht meine Rankings kaputt mache für diese Phrase, was ist ein Lead? Okay? Aber hier sehe ich jetzt also zum Beispiel 1% Klickrate bei Was sind Leads? Das ist recht tief. Und da vom Begriff her ist das recht ähnlich wie Was ist ein Lead? Da geht es wahrscheinlich, beides gleichzeitig zu optimieren, dass beide Leute, also die Leute, die Was ist ein Lead eingeben, wie auch die Leute, die Was sind Leads eingeben, sich beide angesprochen fühlen von dem Titel und der Beschreibung. Da sollte ich jetzt versuchen, Klickrate zu erhöhen. Und wenn Google sieht, die Klickrate ist hoch, dann wird vielleicht die Position dann auch steigen. Auf jeden Fall werden die Klicks sofort steigen, wenn die Klickrate höher ist. Hier habe ich was mit 4% Klickrate. Das ist recht gut, aber Impressions recht tief. Da bin ich schon im Bereich, wo nicht viel optimiert werden kann. Was bedeutet Lead? 0,7% Klickrate führt dazu, dass obwohl ich über 1000 Impressions habe, ich weniger Klicks habe als
das bei nur 400 bis Impressions, weil die Klickrate hier höher ist. Offensichtlich, das kann ich auch überprüfen, indem dass ich bei Google mal was bedeutet Lead eingebe, wahrscheinlich wird Google schon eine Zusammenfassung anzeigen direkt in den Resultaten und das führt dazu, dass die Leute nicht mehr klicken müssen. Da verliere ich also Klickrate bei solchen Begriffen. Da gäbe es noch Countries, Devices, Search Appearance. Da sind oft keine Daten drin oder zu wenig Daten drin und für mich jetzt recht wenig relevant. Kannst du natürlich anschauen, aber für mich wichtig, die beiden ersten Tabs hier, Queries, dann einzelne Pages, das sind so die wichtigen Instrumente, die ich hier verwende und da dann analysieren, wo sehe ich Potenzial, wo finde ich die Begriffe, die noch nicht auf Position 3 oder 2 oder 1 sind, aber trotzdem recht oft angeklickt werden, wie unterscheidet sich mein Titel von den Suchbegriffen, die die Leute eingeben? Wo sehe ich Möglichkeiten, um Titel- und Beschreibungsmetatext zu verbessern, dass mehr Klickrate herausspringt, dass die Leute wirklich meine Inhalte dann sehen? Das mal ein Überblick über die wichtigsten Funktionen in Search Console für dich. Da mal Schritt für Schritt an deinem Beispiel hindurchgehen und dran denken, es braucht längere Zeit für solche Optimierungen. Noch ein kleiner Hinweis, wenn du Inhalte geändert hast auf deiner Website, dann hast du hier URL Inspection, kannst du anklicken und da kannst du die URL, zum Beispiel diesen Artikel, was ist ein Lead, eingeben. Du siehst jetzt, wann Google das letzte Mal auf dieser Seite war, das war heute Morgen, kam Google vorbei. Wenn ich in der Zwischenzeit, also seit heute Morgen, Änderungen gemacht habe, dann gibt es hier die Funktion Request Indexing. Im Moment jetzt von dieser Aufnahme ist diese Funktion deaktiviert, temporär deaktiviert und da geht es um Änderungen, die Sie an dieser Funktion machen. Ich weiß nicht, so wie das ausschaut, kommt das wieder? Da wäre der Ort, da könntest du Request Indexing klicken und Google würde dann im Laufe der Zeit dann wieder vorbeikommen auf deiner Seite und das neu indexieren, neu aufnehmen, führt vielleicht dazu, dass dann die Klickraten steigen.